Blümchen und der kleine Hund. Unser Benjamin hatte ja schon einiges erlebt, seitdem er im Neustädter Zoo wohnte. Er hatte mit vielen Menschen Freundschaft geschlossen, allen voran natürlich mit Otto. Und er hatte auch schon viele Berufe gehabt. Trotzdem waren ihm manche Dinge immer noch ein Rätsel. Zum Beispiel, warum Menschen sich Haustiere hielten. Das konnte sich auch Gulliver nicht erklären. Für so ein Haustier war in seinem Baumhaus erstens kein Platz und zweitens musste man sich um ein Tier kümmern. Dafür war der Rabe viel zu faul. Doch für Otto war das überhaupt kein Rätsel. Viele alte Menschen wären einsam, wenn sie nicht einen Hund oder eine Katze hätten, erklärte er Benjamin. Und die meisten Kinder liebten Kaninchen oder Meerschweinchen, weil sie so klein und niedlich waren. Benjamin fragte Otto, ob er auch gerne ein Haustier haben wollte. »Ich habe doch schon eins«, rief der Junge lachend. »Dich!« Aber der Gedanke gefiel Benjamin ganz und gar nicht. Er war doch kein Haustier. Otto konnte ihn beruhigen. Benjamin war natürlich nicht sein Haustier, sondern sein allerbester Freund. Und niemand konnte Benjamin sagen, was er zu tun oder zu lassen hatte, außer Herr Tierlieb vielleicht. Da fiel den beiden Freunden ein, dass der Zoodirektor gerade mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus lag. Der Arme war am Affengehege auf einer Bananenschale ausgerutscht. Sicherlich fühlte er sich ganz einsam im Krankenhaus. Die zwei beschlossen, ihn morgen besuchen zu gehen. Mittlerweile war es schon später Nachmittag. Benjamin und Otto lagen noch ein bisschen faul am Ufer des Flusses, ließen Stöckchen treiben und sahen zu, wie sie lustig davontrudelten. Dann wurde es für Otto Zeit, nach Hause zu gehen. Auch für die Tiere im Zoo war nun Schlafenszeit. Doch als Benjamin noch einen Spaziergang rund um die Gehege machte, hörte er einen gewaltigen Radau. Alfred und Anneliese Affe und ihre beiden Kleinen Alfons und Alina waren völlig außer Rand und Band. »Ruhe!« trompetete Benjamin. Und da war die Affenfamilie still. Karl bedankte sich. Er war vollkommen müde und erschöpft. Seitdem Herr Tierlieb im Krankenhaus war, hatte er nun doppelt so viel Arbeit. Er bat Benjamin, bei Hanna und Heinz Hyäne ebenfalls für Ruhe zu sorgen. Das wollte Benjamin gerne tun. Überhaupt sollte Karl sich gleich ins Bett legen und sich einmal richtig ausschlafen. Benjamin wollte die Abendrunde übernehmen und auch das Zootor abschließen. Das Angebot nahm Karl gerne an. Er war so müde, dass ihm schon fast die Augen zufielen. Er übergab Benjamin den Schlüssel für das Zootor und wünschte ihm eine gute Nacht. Als Benjamin das Zootor abschließen wollte, hörte er auf einmal ein Bellen. Was war denn das? Da hatte jemand einen kleinen Hund am Tor angebunden. Das Hündchen zog und zerrte an seiner Leine. Benjamin machte ihn los und hob den Kleinen mit seinem Rüssel hoch. Dabei bemerkte er einen Zettel, der unter dem Halsband steckte. »Sorgen Sie bitte gut für Schnuffi«, stand drauf. »Aha«, dachte Benjamin, »so hieß der Kleine also, Schnuffi.« Er beschloss, das Hündchen erst einmal über Nacht mit zu sich nach Hause zu nehmen. Morgen wollte er sich auf die Suche nach seinem Besitzer machen. Was war das nur für ein herzloser Mensch, der einfach seinen Hund aussetzte? Bevor er zu seinem Elefantenhaus ging, schaute er noch nach Hanna und Heinz Hyäne. Als sie das Hündchen sahen, waren sie ganz entzückt und begrüßten den Kleinen. Benjamin wünschte ihnen eine gute Nacht und stapfte dann mit Schnuffi nach Hause. Er war hundemüde. Das heißt, er war elefantenmüde und Schnuffi war hundemüde. Beide kuschelten sich in das weiche Federbett und waren schon bald tief und fest eingeschlafen. Am nächsten Morgen klopfte es an der Tür. Wie sich das für einen guten Wachhund gehörte, sprang Schnuffi auf und bellte lauthals.
Benjamin beruhigte den Kleinen. Bestimmt war das Karl, der ihm das Frühstück brachte. Vor ihm brauchte Schnuffi ihn nicht zu warnen, denn Karl war ein ganz Lieber. Der Zoowärter war von Schnuffi begeistert. Gleich tollte er mit ihm auf der Wiese herum und kraulte ihn. Er wollte wissen, wo der Kleine herkam. Und Benjamin erzählte ihm, was gestern Abend noch geschehen war. Auch Karl fand es gemein, dass jemand das Hündchen ausgesetzt hatte. Doch nun war es für Schnuffi Zeit fürs Frühstück. Karl füllte ihm einen Napf mit Hirsebrei, den die kleinen Bärenjungen immer so gerne fraßen, und Schnuffi machte sich gleich darüber her. Nach dem Frühstück wollte Benjamin mit Schnuffi erst einmal Gassi gehen. Später wollte er sich mit Otto auf die Suche nach Schnuffis Besitzer machen. Karl drückte den beiden die Daumen, dass sie ihn bald fanden. Als Benjamin mit dem Hündchen durch die Straßen ging, traf er ein kleines Mädchen. Zu seiner Überraschung begrüßte Schnuffi das Mädchen schwanzwedelnd. Wie er von der Kleinen erfuhr, hieß sie Sabine. Sie hatte Hunde unheimlich gern und fragte Benjamin, ob sie mit Schnuffi einmal Gassi gehen dürfe. Doch Benjamin fand, dass sich das Hündchen erst noch an ihn gewöhnen müsse. Aber in den Zoo dürfe Sabine kommen und mit Schnuffi spielen. Da wurde das Mädchen traurig. Sie konnte nicht in den Zoo kommen. Sie hatte kein Geld für den Eintritt. Das war kein Problem, meinte Benjamin. Und er verriet Sabine ein Geheimnis. Hinter dem Futterhaus war ein Loch im Zaun. Da konnte Sabine hindurchschlüpfen. Das wollte das Mädchen gleich heute Nachmittag tun. Sie verabschiedete sich von Benjamin und Schnuffi und hüpfte fröhlich in Richtung Schule davon. »Nanu, Herr Blümchen«, hörte Benjamin auf einmal eine Stimme hinter sich, »haben Sie sich einen Hund angeschafft?« Es war der Bürgermeister, der dort in seinem schicken Dienstwagen vorbeigefahren kam. Er stieg aus und wollte Schnuffi den Kopf tätscheln, aber irgendetwas schien das Hündchen gegen das Stadtoberhaupt zu haben. Schnapp! Da hatte er dem Bürgermeister schon in den Finger gebissen. Das Stadtoberhaupt hüpfte vor Schmerz im Kreis. »Können Sie Ihren Hund nicht ordentlich erziehen?« beschwerte er sich. Benjamin erzählte ihm, dass das nicht sein Hund war und dass er ihn vor dem Zoo gefunden hatte. Damit war für den Bürgermeister die Sache klar. Dieser freche Hund gehörte in ein Tierheim. Im Zoo hatte er jedenfalls nichts verloren. Oder wusste Benjamin nicht, was sich für ein Schild am Zooeingang befand? »Hunde verboten«, stand darauf. Und da konnte Neustadts berühmter Elefant noch so berühmt sein, auch er musste sich an die Regeln halten. Als Benjamin in den Zoo zurückkehrte, war Otto bereits da und Benjamin erzählte ihm die ganze Geschichte. Otto fand es Quatsch, dass Schnuffi nicht bleiben durfte, nur weil da dieses Verbotsschild hing. Auch Karl, dem Benjamin von seiner Begegnung mit dem Bürgermeister berichtete, fand das unsinnig. Sie hatten das Schild selber aufgehängt und nun konnten sie auch erlauben, dass Schnuffi hier blieb. Vielleicht sollte man das nur nicht an die große Glocke hängen. In diesem Augenblick traf Carla Kolumna ein. Sie war wie immer auf der Jagd nach Sensationen für ihre Zeitung. Zu ihrem Entzücken schien sie dabei, heute im Zoo Glück zu haben. Dieses Hündchen war ja ein putziger neuer Bewohner, fand sie. Benjamin erzählte auch ihr, wie er zu dem Hund gekommen war. Carla Kolumna knipste begeistert ein Foto nach dem anderen. Das gab einen Sensationsbericht. Benjamin fiel wieder ein, was Karl gesagt hatte. Vielleicht sollten sie das mit dem Hund im Zoo wirklich nicht an die große Glocke hängen. »Wir hängen es ja an gar keine Glocke«, wiegelte Karla ab. »Wir veröffentlichen es nur in der Zeitung.« Und das, fügte sie hinzu, war das Beste, wenn sie Schnuffis Besitzer wiederfinden wollten. Vielleicht meldete sich jemand, der den Hund und seinen Besitzer schon einmal gesehen hatte. Damit düste die rasende Reporterin davon. Benjamin hätte nach der Aufregung am liebsten ein Nickerchen gemacht, aber Otto wollte gerne mit dem Hund spazieren gehen.
Wie die beiden dann noch beratschlagten, was sie tun wollten, sprang Schnuffi aus Benjamins Armen und sauste zum Zaun am Futterhaus hinüber. Dort kam gerade Sabine durch das Loch gekrabbelt. Das Mädchen hatte Schnuffi eine Gummiente mitgebracht. »Schau, Schnuffi, dein Lieblingsspielzeug«, rief sie. Benjamin wunderte sich darüber. Woher wollte Sabine wissen, was Schnuffis Lieblingsspielzeug war? Das Mädchen druckste verlegen herum. Dann meinte sie, dass alle Hunde gerne mit Gummitieren spielten. Sie fragte, ob sie heute Nachmittag mit Schnuffi spazieren gehen durfte. Doch das fand Benjamin immer noch keine gute Idee. Da wurde Sabine wieder traurig. Sie hätte Schnuffi so gerne mit ins Krankenhaus zu ihrer Oma genommen. Sie muss doch wissen, dass es ihrem Schnuffi gut geht. Ich meine, stammelte sie. Oh, da hatte sie sich wohl verplappert. Unter Schluchzen erzählte das Mädchen, dass ihre Oma im Krankenhaus war. Dorthin hatte sie ihren Hund Schnuffi nicht mitnehmen dürfen. Sabine hätte gerne selber auf ihn aufgepasst, doch das hatte ihr Vater nicht erlaubt. Er hatte verlangt, dass Schnuffi in ein Tierheim gebracht wurde. Das hatte Sabine nicht übers Herz gebracht und Schnuffi am Zootor angebunden. Benjamin war ganz gerührt. Er versprach der Kleinen, dass er sich gut um Schnuffi kümmern würde, bis Sabines Oma wieder gesund war. Da er und Otto sowieso vorhatten, Herrn Tierlieb zu besuchen, wollten sie Sabine nun zum Krankenhaus begleiten. Schnuffi konnte so lange nach Herzenslust auf der Zoowiese herumtoben. Im Krankenhaus erzählte Sabine ihrer Oma, wie gut Schnuffi es im Zoo hatte. Danach besuchten die Freunde Herrn Tierlieb, der sich sehr darüber freute. Auch er fand es eine gute Idee, dass Schnuffi vorerst im Zoo untergebracht war. Als Benjamin und Otto in den Zoo zurückkehrten, erwartete sie jedoch eine böse Überraschung. Karl kam in heller Aufregung auf sie zugerannt. Jemand vom Tierheim war hier gewesen, im Auftrag des Bürgermeisters. Karl hatte protestiert, aber das hatte nichts genützt. Ein Verbotsschild wäre ein Verbotsschild, hatten die Männer gesagt. Hunde waren im Zoo verboten, deshalb gehörte Schnuffi in ein Tierheim. Und so hatten die Leute vom Tierheim Schnuffi einfach mitgenommen. Benjamin war wütend und trompetete ein zorniges Töre. Er wollte sofort zum Rathaus gehen und dem Bürgermeister seine Meinung sagen. Doch da kam Carla Kolumna wieder vorbei. Sie hatte von Karl erfahren, was geschehen war, und hatte eine viel bessere Idee, als dem Bürgermeister die Meinung zu sagen. Das hatten sie schon so oft versucht. Wenn der Bürgermeister nicht dazu gezwungen war, interessierte ihn keine andere Meinung. Carla wollte, dass es nicht nur Schnuffi besser ging, sondern auch all den anderen Hunden, Katzen, Kanarienvögeln, Meerschweinchen und Kaninchen im Tierheim. Schnell stieg sie wieder auf ihren Motorroller und düste los in Richtung Pressehaus. »Nicht verzagen, Carla Kolumna fragen«, rief sie und verabschiedete sich mit einem Tschüsselchen. Die rasende Reporterin hatte nicht zu viel versprochen. Am nächsten Morgen prangte ein Foto des Bürgermeisters auf der Titelseite der Neustädter Zeitung. Und daneben stand: »Liebe Mitbürger, als Bürgermeister von Neustadt fordere ich alle auf, ein Herz für die heimatlosen Tiere zu zeigen, die in unserem überfüllten Tierheim ein einsames Dasein fristen. Da sind Kanarienvögel, Meerschweinchen, Hamster, Hunde und Katzen, die alle sehnsüchtig auf ein neues Zuhause warten. Folgen Sie meinem Aufruf und kommen Sie morgen zum Tierheim. Ihr Bürgermeister, der größte Tierfreund aller Zeiten.« Als der Bürgermeister das las, tobte er vor Wut. Diesen Unsinn hatte er nicht geschrieben. Er musste sofort zum Tierheim und die Sache richtigstellen. Dort hatte sich bereits eine riesige Menschenmenge versammelt. Der Bürgermeister wollte ihnen erklären, dass es sich bei dem Zeitungsartikel um eine Falschmeldung handelte. Doch da hörte er, was die Leute riefen: »Bravo! Unser Bürgermeister lebe hoch!«
Der Bürgermeister machte den Mund wieder zu, den er gerade aufgeklappt hatte. So begeistert waren seine Bürgerinnen und Bürger ja noch nie von ihm gewesen. Die Leiterin des Tierheims schüttelte ihm die Hand und bedankte sich bei ihm. Sie fand es großartig, dass er auch an die armen Tiere dachte. »Aber selbstverständlich«, plusterte sich da das Stadtoberhaupt auf, »ich habe schon immer gefunden, dass es so mit den armen, bedauernswerten Geschöpfen im Tierheim nicht weitergehen kann.« Benjamin und seine Freunde schmunzelten über den Bürgermeister. Das war doch immer dasselbe mit ihm. Aber sie hatten ihr Ziel erreicht. Sabine schloss überglücklich Schnuffi in ihre Arme und ganz viele herrenlose Tiere fanden heute ein neues Zuhause. Da hatte die rasende Reporterin wirklich eine tolle Idee gehabt, fand Benjamin und gab ihr einen Schmatz mit seinem Rüssel. »So einen feuchten Schmatzer habe ich ja schon lange nicht mehr bekommen«, lachte Carla. Auch sie war froh, dass diese Geschichte ein so gutes Ende genommen hatte. Doch halt, ganz zu Ende war diese Geschichte noch nicht. Als Benjamin zum Zoo zurückkehrte, nahm er kurzerhand das Hundeverbotenschild ab. Das gehörte eindeutig in die Mülltonne, fand er. Und Karl gab ihm lachend recht. Von nun an waren alle Tiere im Neustädter Zoo willkommen.